Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview vom Willisauer Bott. Heute ausnahmsweise nicht aus dem Studio, wie Sie sehen, sondern live. So kann sagen, aus dem Schloss Weyer Zettiswil. Der Grund, unsere Sommerserie Märlihaft. Und ja, eine märlihafte Umgebung haben wir hier. Roger Wittmer, der Schlossherr quasi. Danke, dass Sie uns für das Gespräch zur Verfügung stehen. Grüezi, Albers. Die erste Frage. Sie arbeiten hier seit bald 10 Jahren an einem wirklich märlihaften Ort. Nehmen Sie das überhaupt noch wahr oder ist das ein bisschen abgestumpft inzwischen? Ich nehme es tatsächlich noch jeden Tag wahr. Ich wohne mit meiner Familie in der Stadt Luzern. Und immer am Morgen, wenn ich einer von den Ersten bin oder auch spät in der Nacht, meistens der Letzte, ist da immer eine sehr schöne Ruhe. Und es ist einfach ein schöner Ort und eine Ruheoase und eine Art Kraftort auch. Ja. Sie haben es gesagt, Sie wohnen in der Stadt Luzern, Sie haben jahrelang dort auch sehr erfolgreichen Gastronomiebetrieb geführt. Wie hat Sie es auf Etiswil verschlagen? Ich hatte es schon immer mit alten Gemüren und Schlössern. Ich habe meine zweite Lehre, Kochlehre, im Palas in Gstaad gemacht. Auch in einem sehr renommierten Schloss. Und bin dann hier auf das wunderschöne Schloss Weyer aufmerksam gemacht worden von einem Stammgast in Luzern. Und es hat hier anscheinend noch ein bisschen Luft nach oben gastronomisch. Und so habe ich dann den Kontakt aufgenommen mit dem Gönnerverein und später mit der Stiftung. Und haben Sie es nicht bereut, dass Sie diesen Schritt gemacht haben? Nein, ganz und gar nicht. Das ist einer der guten Schritte in meinem Leben bis jetzt. Und ist gut, haben wir das gemacht. Das tun wir gerne noch ein bisschen vertiefen. Wir gehen nämlich jetzt rein in das schöne Schloss, und zwar genau in den Rittersaal. Ja, da sind wir jetzt also in dem Rittersaal, einem der schönsten Räume des Schloss Weyer, wo ja in seiner ganzen Form wirklich märlihaft daherkommt. Und das ist schon meine erste Frage. Wir haben die Serie Märlihaft. Haben Sie eine Beziehung, Herr Wittmer, zu Märli? Ja, mein Vater hat, als wir noch Kind waren, oft zum ins Bett gehen, uns für ganz verschiedene Märli erzählt. Das ist eigentlich die Erinnerung, die ich habe an Märli. Haben Sie ein Lieblingsmärli gehabt? Oder immer noch? Nicht speziell, aber Froschkönig oder Schneewittli und die 7 Zwerge. Die haben mir immer sehr gut gefallen. Hat zum Schluss immer ein schönes Happy End gegeben. Ja, ein Happy End, das wünschen wir uns ja alle, auch im täglichen Leben. Sie haben nicht einfache Zeiten hinter sich. Die ganze Gastro- und Eventbranche hat gelitten in der Corona-Zeit. Wie haben Sie das erfahren oder überstanden? Ja, es war für alle und auch für uns eine sehr spezielle Situation. Es ist dann doch sehr schnell und plötzlich gekommen, insbesondere mit dem Lockdown. Zumindest ein Event, das 4 Wochen gegangen ist, war plötzlich vom einen auf den anderen Tag fertig. Ja, wir mussten uns dann sehr schnell mit der Situation müssen neu organisieren. Haufen bereits geplante Reservationen zu verschieben, zu beruhigen. Und das Beste aus der Situation müssen machen. Haben Sie in dieser Zeit auch neue Ideen können entwickeln, also die Chance quasi nutzen von dem Lockdown, um neue Ideen halt, für das Angebot zu machen? Ja, einerseits haben wir gewusst, wir müssen und wollen etwas machen. Wir können einfach datenlos zuschauen und hoffen, es kommt gut. Wir haben natürlich verschiedene Gedanken uns gemacht. Eins davon ist das Open Air Kino, das wir letztes Jahr das erste Mal ins Leben gerufen haben. Wir haben gesagt, wenn man wieder kann, dann vermutlich im Aussenbereich. Und wir haben dann praktisch mit der Nacht- und Nebelaktion einen Test gemacht, sehr erfolgreich gekommen und haben dann innerhalb von 6 Wochen das Event ins Leben gerufen. Es gibt noch so eine Aktion, wo man quasi ein Menü herbestellen kann. Ist das auch in dieser Zeit entstanden, dass Sie also ein Gourmet-Menü, nicht einfach ein gewöhnlicher Takeaway. Besteht das noch? Ja, wir haben parallel haben wir verschiedene Ideen hinterfragt. Unter anderem den Heimlieferservice für die Heime. Es ist dann aber glücklicherweise auf die einen Seite sehr schnell im Sommer wieder aufgegangen, Ende Juni.
Und das bedingt relativ sehr viel Planungszeit, so ein Konzept. Das haben wir dann eigentlich in die Schublade gemacht. Und wo wir dann gesehen haben, auf den Herbst, Winter, es wird vermutlich wieder in einen zweiten Lockdown gehen, haben wir dann intensiv an diesem Konzept weitergeschafft und haben das jetzt im Frühling das Jahr realisiert. Und das läuft nach wie vor und ist ein neues Angebot, ja. Und jetzt kann man ja Gott sei Dank auch wieder die ersten Events machen. Es ist zwar immer noch ein bisschen kritisch, aber doch besser als vor einem Jahr. Ist es wieder gut angelaufen im Schloss Weyer? Ja, sobald wir jetzt wieder haben dürfen, können wir eigentlich mehr oder weniger wieder voll fahren. Ab jetzt läuft es normal, mehr oder weniger. Ja, wir haben also sehr viel zu tun. Uns wird es nicht langweilig. Ja. Eine Spezialität ist, wenn ich das so sagen darf, Entschuldigung, sind die Hochzeit auf dem Schloss, Märli-Hochzeit im wahrsten Sinne. Sie sind ja mal ausgezeichnet worden als Hochzeitslocation des Jahres. Spüren Sie das noch, dass das der Preis auch etwas gebracht hat in der Nachfrage? Ja, das spüren wir immer noch und immer wieder. Social Media sei Dank. Das spornt uns an, jeden Tag Feedback zu erfahren von unseren vielen Gästen und auch zu hinterfragen, wo können wir noch besser werden. Und das ist für uns eine dankbare Auszeichnung, eine Anerkennung für das ganze Team, für die Leistung. Und ja, wir machen jetzt auch gerade eine neue Internetseite, die jetzt dann gleich online geht. Und heute muss man immer wieder sich neu erfinden. Und ja, das ist schön, schöne Auszeichnung. Und die Zahlen sind einigermaßen konstant oder gehen jetzt wieder auf in Sachen Hochzeit, wo Sie einmal, ja, fast ausbuchen waren, das Titel? Ja? Ja, wir sind sehr gut gebucht, bis zum Teil ausgebucht, bis Ende 2022. Natürlich haben wir schon noch freie Plätze, aber die Nachfrage ist ungebrochen stark nach solchen schönen Räumlichkeiten. Ja. Schöne Räumlichkeiten, Sie sagen jetzt, das ist einerseits ein Segen wahrscheinlich für einen Organisator. Sie haben aber sehr verschiedene Räumlichkeiten, ganz unterschiedlicher Art. Macht es wahrscheinlich vom Organisatorischen her auch nicht immer ganz einfach. Ist es eher ein Vorteil oder mehr Aufwand, dass Sie quasi mehrere Räume bespielen? Ja, das ist richtig, sowohl als auch. Jedoch unterm Strich sicher ein Vorteil. Wir sind somit flexibler für die Grössenordnung der Gäste. Können wir dann einfach die besseren Räume anbieten, je nach Anzahl der Personenzahl. Wir nehmen maximal 2 Anlässe am Abend parallel an. Das ist eigentlich unser Limit. Das geht gut aneinander vorbei. Und ja, ist gut, haben wir mehrere Ausweichsmöglichkeiten auch bei Schlechtwetter. Jetzt weiss man ja aus Erfahrung auch, man geht an einem Ort ins Schloss Weyer, da hat man es gesehen, ja, das ist heute so ein bisschen der landläufige Trend, auch bei Eventlokalen. Man muss immer wieder etwas Neues bieten, da sind sie auch ständig gefordert. Wer hat alle die Ideen, die immer wieder neu kommen am Schloss Weyer? Ja, die meisten Ideen kommen effektiv eigentlich von mir, weil wenn ich mich in der Freizeit erholen kann, kommen mir immer tolle Ideen. Ich schaue natürlich auch, wie es zum Teil andere machen, aber wir wollen nie einfach kopieren, sondern eine eigene Linie entwerfen. Und dann tun wir das im Team, in der Familie noch ausdiskutieren. Und der Jörg Bischoff, der Küchenchef, seit auch über 10 Jahren, als ich mit ihm zusammenarbeite, bringt mich dann wieder zurück zur Realität am Boden und sagt, von Machbarkeit her, ja. Mhm. Aber sehr wichtig, als er auch erwähnt ist, glaube ich, sehr wichtige Stütze, eben auch in den kulinarischen Bereich, der ja auch sehr wichtig ist für euch, oder der Jörg Bischoff? Ja, der Jörg Bischoff ist eine ganz wichtige Person, ist auch Mitinhaber mittlerweile von der Firma. Ohne ihn wäre es schwierig, so einen Mann kann man fast nicht ersetzen. Muss ich sagen, also ein Kränzchen winden in allen Belangen. Und tipptopp, und wir hoffen, dass wir noch sehr lange zusammenarbeiten werden. Jetzt so ein Schloss ist eben märlihaft, aber das gibt auch einen riesen Aufwand, das auch zu pflegen, instand zu halten. Wer ist da überhaupt zuständig?
Das ist eigentlich ein Dreiergespann. Das ist einerseits die Stiftung, Stiftung Schloss Wir, wo das Schloss gehört, wo für den gesamten Unterhalt verantwortlich ist. Dann neben der Stiftung langjährige Gönnerverein mit ca. 500 Mitgliedern, private oder Firmen, die auch zur Erhalt und Verschönerung des Schlosses wird und massgeblich beitragen. Dann als dritter Part der Pächter, das sind wir, die Gastgeber AG. Und nicht zu vergessen natürlich nach Anfrage der Kanton Luzern, wo wir für größere Umbauarbeiten, Renovationen ein Gesuch via Stiftung dürfen stellen. Das wird natürlich geprüft und da sind wir dankbar, wenn da auch da wohlwollend für das Schloss Wir und der Erhalt für die Zukunft gesichert ist. Weil das Schloss ist fast wie ein Fass ohne Boden. Da kann man jedes Jahr immer etwas zu tun. Ja. Sind die verschiedenen Organisationen erwähnt? Eben, Sie sind Pächter, gibt es Zusammenarbeit. Funktioniert das gut oder gibt es Reibereien? Also Sie sagen, ich möchte noch das und das. Und der Verein sagt, die Stiftung vielleicht, ja, da liegt es nicht drin. Oder gibt es diese Diskussion? Wir haben seit dem Start vor rund fast 10 Jahren immer sehr offene, konstruktive Gespräche, was wir alles noch machen könnten, Ideen, Visionen. Aber das ist bis zum heutigen Tag immer auf Augenhöhe diskutiert worden. Ein Geben und ein Nehmen. Und wir sind auch dort tiptop zufrieden mit der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Und das ist super so. Das ist eine sehr gute Zusammenarbeit, ja. Sie haben schon erwähnt, der Film oben, «Sine Dine», wie es hier heisst, startet gerade heute am Abend, zweite Ausgabe. 16 Filme bis am 4. September. Sind Sie leicht nervös? Ja, mittlerweile gibt es eine gewisse Routine. Aber es ist normal, wir sind jetzt hier im Aussenbereich. Das Wetter spielt eine Rolle, Technik hat zwar bis jetzt immer verhebt, ein bisschen nervös bin ich schon noch, das gehört dazu, aber sonst schaue ich zuversichtlich in die zweite Open-Air-Saison. Ja. Ein Reichhaltungsangebot, können Sie uns etwas empfehlen oder haben Sie einen Lieblingsfilm jetzt von den 16, die hier anstehen? Wir haben ein super Programm, muss ich sagen, dieses Jahr. Relativ viele Komödien, relativ viele gute Schweizer Filme. Da kann ich eigentlich jeden empfehlen. Jeder in seiner Art speziell lustig. Ich habe schon den einen oder anderen gesehen, habe wirklich müssen schmunzeln. Mein spezieller Favorit, sage ich jetzt mal, vielleicht geht in Richtung Musik. Der letzte Abend am 4. September. Das Porträt-Dokumentation von Tina Turner. Da freuen wir uns doch und wünschen Ihnen und der ganzen Crew, dass dann auch das Wetter entsprechend ist, dass wir hier mindestens den grossen Teil von diesen Filmen auch sehen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom Monatsgespräch vom Juli. Ich freue mich, wenn Sie auch in einem Monat wieder dabei sind, wenn es dann wieder heisst WB-Gespräch, das aktuelle Monatsinterview vom Willi Sauerbott. Bis dann einen schönen und hoffentlich noch etwas trockeneren Sommer. Dankeschön. Das WB-Gespräch vom Willi Sauerbott ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik.